Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Letzte Folge haben wir den Odin bezwungen und ihn für uns gewinnen können. Was super ist. Danach waren wir noch in einer versunkenen Höhle hier auf diesem unscheinbaren Kontinent. Dort haben wir jede Menge Schätze gelootet. Und sind jetzt eigentlich mit dem Nebenkram erstmal soweit fertig. Wir wollen mit der Hauptstory weitermachen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und derzeit fliege ich schon mal in Richtung dieses Ziels. Hat uns Doga nämlich erzählt, dass wir südlich von Saronia zwischen den Zangen eines Kaps nach der Laute von Noah suchen sollen. Wo dieser Ort ist, zeige ich gleich mal her. Und zwar sehen wir, es gibt viele Zangen auf dieser Karte, wenn man da mal genauer hinguckt. Aber nur eine ist richtig. Und zwar die im Süden von Saronia, quasi an dem linken Kontinent, ganz weit unten. Da wollen wir gleich hin. Ich glaube, ich möchte aber zuvor nochmal mich aufs Ohr hauen. Dann machen wir wieder hier. Ich zeig's nochmal ganz kurz her. Ich habe nämlich Lunes jetzt endlich von seinem Schwarzmagier-Fluch erlöst. Er ist jetzt ein Dragoon geworden. Der Grund einfach liegt darin, dass wir so geile Ausrüstungsgegenstände jetzt für einen Dragoon haben. Und da muss ich das einfach mal einsetzen. Wir haben hier das Gungnir, wie es auch ausgesprochen wird. Und den Dreizack. Wir machen insgesamt 248, nicht Schaden, aber wir haben den 248 Angriffspunkte. Das ist Hammer. Dazu noch die ganzen Diamantsachen, die er hier anhat. Ist schon erstaunlich. Von daher möchte ich das gerne beibehalten. So. Da habe ich mich mal eben hochgeheilt, kurz. Ich habe das mal rausgeschnitten. Wenn ich jedes Mal das Schnarchen von Refir mit einblenden. Muss ja auch nicht sein. Außerdem lief meine Katze gerade vorm Bildschirm rum. Das war auch nicht so toll. Viech! Gut. Hier sind wir nun bei den Zangen. Nun, wir wollen erstmal abtauchen. Gucken wir mal, was uns da unter Wasser erwartet. Jo. Da haben wir den Tempel. Vorher allerdings ganz wichtig speichern, was wir eben getan haben, denn der Tempel ist gar nicht so einfach, da viele Gegner dort drin lauern, die ziemlich stark sind. Ich kann schon mal einen vorweg sagen, das ist nämlich der Chimera Magier. Falls der uns in einem Hinterhalt erwischt, kann das böse enden, denn er benutzt auch diesen Lightning-Zauber, den dieser Garuda in Saronia gezaubert hat. Zumindest bei mir nicht, aber er wird es auf jeden Fall, also die Chimera werden es hier auf jeden Fall zaubern, wenn wir dann in den Hinterhalt geraten. Und wenn dann auch noch gleich drei vor uns stehen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir getötet werden. Von daher sollten wir da etwas Obacht geben, wir sollten in jedem Kampf immer hochgeheilt sein. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Wir sind einfach mal so wagemutig und betreten den Tempel der Zeit. Hoffen wir mal, ob wir hier die Laute finden. Und ich habe noch ganz was vergessen, denn wir müssen uns leider umrüsten. Wir können das auch kurzfristig machen. Ist ja nicht so schlimm, denn wir laufen erstmal hier rein in diesen Raum. Hier gibt es nämlich zwei Türen. Die sind leider verschlossen. Hier könnten wir entweder einen Zauberschlüssel benutzen. Ich habe nur drei. Insgesamt gibt es 7 Türen, die hier verschlossen sind. Und daher werde ich immer ganz kurz, bevor wir eine Tür betreten, einfach nur mal eben umrüsten auf den Dieb. Ist ja nicht so schlimm. Wir müssen dann halt immer wieder unsere Sachen anlegen. Macht aber nichts. Öffnen wir hier die Tür. Betreten den Raum. Und ich wechsle wieder meinen Job. So, hätten wir das. Geomant ist schon Stufe 80, ist unfassbar. Wir gehen hier durch dieses Räumchen, öffnen eine Kiste, finden einen Diamanthelm. Hammer. Gehen wir wieder zurück. Ihr habt noch keinen Zwischenkampf. Wundert mich. Hier gibt es nämlich jede Menge neue Gegner, die uns allerdings erstmal in Ruhe lassen. Wir müssen wieder umrüsten. Die nächsten Male werde ich dann ausblenden. Weil das ist ja hier ein Hin und Her. Ja, wir öffnen die Tür mit unseren Diebesfähigkeiten.
und schauen uns hier auch noch kurz um. Nichts Großartiges. Wir bekommen noch Diamanthandschuhe. Armschoner. Entschuldigung. Und ich renne jetzt einfach hier mal kurz im Kreis, bis mal ein Gegner kommt. Das ist ja unfassbar. Da ist er. Endlich. Ein einsamer Dira, der hier auf uns wartet. Der Gegner kann uns in den Konfus-Zustand bringen mit einem Angriff. Ansonsten ist er schwach gegen Wind, da er ja ein fliegender Gegner ist. Sonst nichts Großartiges. Schauen wir mal an, wie viel Schaden Lunes macht. Das ist unfassbar. Der erste 9999er. Nice. Okay, das war beeindruckend. Ich würde fast sagen, dass wir bis jetzt einen Charakter schon mal haben, der, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, was den Kampf angeht. Gut, wir laufen eine Runde weiter. Der Tempel hier ist nämlich gar nicht mal so klein, dass wir hier uns vielleicht ein wenig verlaufen könnten. Ich habe eben übrigens den Lunes nochmal in die zweite Reihe gestellt. Denn der macht so viel Schaden, dass er gar nicht vorne stehen braucht. Wir gehen hier einfach mal die Treppe hinauf oder die Stüfchen hinauf, um dann die Treppen hinunter zu steigen in das zweite Stockwerk. Hier finden wir im östlichen Bereich noch eine Kiste, die wir öffnen mit einem Defender. Das ist ein Schwert und ich versuche mal, dieses gleich arg auszurüsten. Gucken wir mal, ob es ein bisschen besser ist. Das alte Schwert erteilte ja Lähmung, wie wir gesehen haben. Nehmen wir den Defender. Wahnsinn. Und es ist mit dem Zauber Protis belegt. Das heißt, wir könnten quasi mit diesem Schwert auch einen Protis-Zauber absetzen. Das ist auch sehr gut. Wenn wir es natürlich im Inventar haben. Jetzt haben wir es ausgerüstet. Da bringt das nicht viel. Wir sind hier jetzt im zweiten Stock und es gibt einen Gegner, der nur im ersten und zweiten Stock auftaucht und den versuche ich mal eben herzuzeigen. Wir sehen uns dann einfach hier vor dieser Treppe wieder, wenn ich ihn dann gefunden habe. Also bis gleich. Ui, und da geraten wir auch gleich in einen Hinterhalt. Mal gucken, ob sich das gut ausgeht. Das ist jetzt zwar nicht der Gegner, der hier nur auf dem ersten bzw. zweiten Etage erscheint. Aber es ist der gefürchtete Chimera Mage. Und wir haben gesehen, es waren insgesamt eben 1100 Schaden. Was für Leute, die etwas niedriger im Level sind, dermaßen ins Auge gehen kann. Wir versuchen hier einfach mal gegenzuhalten. Zum Chimera Mage, es sei noch erwähnt, das wollen wir ja nicht auslassen, auch wenn wir hier gerade etwas im Bedrängnis sind. Er ist gegen nichts schwach, kann uns versteinern mit einem Angriff und benutzt wie die Ability Lightning, wie wir das eben gesehen haben. Die Opferung hat uns allerdings den Arsch gerettet gerade. Sehr fein. Ja, hier machen wir einfach mal weiter auf die Suche. Bis gleich. Ja, lass er nochmal hüpfen. Da haben wir ihn auch. Endlich. Der Gegner, der nur in dem ersten und zweiten Etage auftaucht. Den Tatzelwurm. Vorhin der Lindwurm, jetzt der Tatzelwurm. Der Tatzelwurm. Oder wie der Wyvern, wie er im Englischen heißt, ist schwach gegen Wind. Wenn etwas drachenähnlich ist, wird er wahrscheinlich etwas schmerzhafter auch noch auf unseren Dragoon reagieren. Obwohl er eigentlich nur auf jeden so reagiert. Das war's, ein One-Hit, Wonder. Ja, wir sehen uns dann jetzt gleich wieder vor den Treppen. So, da bin ich wieder an der alten Stelle, wo es weitergeht. Machen wir auch mal direkt.
Wir sind jetzt hier im dritten Stock, oder im dritten Untergeschoss. Gehen erstmal ganz in den Osten hinein. Müssen hier uns leider wieder einmal joblich umorientieren. Umorientieren, ja, natürlich. Mach ich mal eben, tschüss. Buff, machen wir die Tür auf. Und irritieren uns wieder anders. Oder wie das auch heißt. Nein, wir haben uns wieder umorientiert. Nicht direkt, denn ich habe mir jetzt einfach gedacht, scheiß drauf. Wir bleiben jetzt einfach mal ein Dieb. Was soll's. Wir sind so gut drauf. Da packen wir das auch so. Wir öffnen hier die Truhe mit einem Diamantpanzer. Fein, fein. Und gehen wieder zurück. Und schauen uns diesmal im Nordwesten eine Runde um. Wir müssen uns dafür kalte Füße holen. Oder nasse Füße. Füße plus Unterkörper, so wie es aussah. Machen hier noch eine Tür auf mit unseren Diebesfähigkeiten und finden hier wieder zwei Truhen. Mit Diamanthandschuhen und einem Behemoth-Dolch. Fein. Den wollen wir gleich mal ausrüsten. Wir haben hier eben schon das Windmesser angelegt. Oder ich habe es vorhin eben schon angelegt. Wollen wir mal gucken. Alter Schwede, wir sind hier eigentlich waffentechnisch schon richtig gut drauf. Können hier noch die Diamanthandschuhe gleich zusätzlich mit anlegen. Perfekt. Jo. Hier war es dann auch das schon wieder im dritten Stock. Wir holen uns nochmal kalte Füße. Oder einen kalten Unterkörper. Wir öffnen hier die Tür, wo es dann weitergeht. Laufen dann einen Gang entlang. Um dann hier die Treppen wieder hinunter zu gehen. Kommen hier in das vierte Stockwerk und hier gibt es jetzt wieder einen kleinen Geheimgang. Und zwar können wir hier hinter dem Wasserfall entlang zu einem abgeschirmten Teil gehen, wo uns gleich ein neuer Gegner erwartet, der auf den Namen Behemoth hört. Sehr fein, wir wollen mal beklauen einfach so. Bevor ich jetzt hier gleich wieder ein One-Hit-Wonder setze, möchte ich da noch kurz was zu erzählen. Der Behemoth ist gegen keinerlei Elemente schwach. Er hat die Ability Meteor zu benutzen. Relativ stark ist er auch. Und er scheint nur alleine. Ich glaube, zwei davon wären auch zu viel auf dem Bildschirm. Ach ja, hier greifen wir mal munter drauf los an. Gucken mal, ob wir was klauen können. Eine High Potion. Nicht so toll. Macht nichts. Wir sind jetzt schon etwas mehr Abwehr, wie wir hier sehen. Vielleicht sollten wir da doch dann einmal den Sprung anwenden. Von Lunes. Er greift doppelt an, wie wir gesehen haben. Also nicht zu verachten, dieser Typ. Hier einfach mal steil. Vielleicht kommt es ja durch. Nein. Aber ich denke mal, den Sprung sollte er nicht überleben. Falls es denn noch dazu kommt. Aber er hält jede Menge aus. Ich habe jetzt gar nicht auf die HP geguckt, aber ich kann noch mal eben kurz drauf lupen. Er hat 12.650. Für den Zwischengegner ist das doch arg viel, wie ich meine. Wir nutzen hier mal einen Witzzauber. Um ihn auch noch ein bisschen zu kratzen quasi. Das ist doch mal ein bisschen herausfordernd. Bumm. Den hat er auch ausgehalten. Oh, sehr interessant. Machen wir einen Haken. Behemoth erledigt. Wir sehen, wir haben ganze 4600 Erfahrungspunkte bekommen. Schon reichlich. Wie ich finde. Gut, wir konzentrieren uns hier weiter auf die Schatzsuche. Gehen weiter in den Süden. Finden drei Kisten. Die öffnen wir direkt mal mit geilen Sachen. Einer Blutlanze. Einem Protesring. Und einer Lamia-Harfe. Wollen wir gleich mal uns umrüsten. Und zwar, ja, es ist, wir nehmen einfach mal, nehmen wir den Dreizack raus. Wir gucken erstmal, wie die Blutlanze so drauf ist. Na, ein bisschen schlechter. Ist egal. Dafür absorbiert sie die Lebenspunkte von den Gegnern.
Deswegen legen wir die direkt mal an. Und das Gute ist, wir können diesen rotes Ring, den wir bekommen haben, können wir jeden Charakter ausrüsten, egal welchen Job es er abstammt. Das ist auch sehr, sehr fein. Wir wollen gerade mal gucken, wer denn hier der Schwächste ist. Ich glaube, das ist schon unser Weißmagier. Den wollen wir dann gleich mal diesen Ring anlegen. Und dieser Ring hat noch eine Besonderheit. Er absorbiert nämlich 50% jeglicher elementarer Zauber. Das ist fast schon das beste Objekt, was wir hier finden können. Und wir finden hier auch noch einen neuen Gegner. Seepferdchenkönig nennt er sich. Erstmal unsere Befehle eingeben. Dann schaue ich mal nach. Der Seepferdchenkönig ist schwach gegen Blitz und benutzt auch den Zauber Blitzgar. Kommt da leider nicht zu. Schade. Somit fehlen uns noch 3 neue Monster. Die auf jeden Fall alle hier, beziehungsweise fast alle hier, in dieser Etage rumlaufen. Wir bewegen uns wieder zurück zum Eingang dieses Stockwerks und gehen dann eine etwas längere Treppe hinunter, um uns dann wieder nasse Bäuche zu holen. Hier gehen wir erstmal nach links, denn hier haben wir noch eine Truhe versteckt. Hinter einer verschlossenen Tür, natürlich. Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Diamantschild? Haben wir jetzt, glaube ich, eine zweite oder so. Das macht aber nichts. Wir treffen hier noch einen weiteren Gegner. Sein Name lautet Pterodactyl. Und bei diesem Gegner habe ich schon wieder gedacht, dass er woanders zu finden ist. Naja, so kann man sich irren. Ich nehme jetzt mal an, dass dieser Gegner sehr selten ist, weil er taucht jetzt auch bei mir zum ersten Mal auf. Er ist schwach gegen Wind. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass er eigentlich nur in dem Raum zu finden ist, wo wir gleich die Laute finden. Spoiler-Alarm. Aber er taucht jetzt hier gerade schon auf. Macht ja nichts, gut für mich. Bleiben nur noch 2. Die hier neu rumlaufen. Bei dem einen wundert es mich, dass er nicht schon früher aufgetaucht ist. Er eigentlich in jedem Stockwerk auftauchen soll. Ach, den suche ich jetzt auch nochmal hier, denn in dem nächsten Raum soll er eigentlich nicht zu finden sein. Angeblich. Sehen wir ja. Ja, wenn ich dann Glück habe und ich treffe ihn hier, dann sehen wir uns dann vor der Tür gleich wieder. Juhu, da haben wir einen neuen Gegner. Sein Name lautet einfach nur Drache. Wir versuchen was zu stehlen, bevor Lunes durchkommt. Denn dieser Drache hat keine besonderen Schwächen, außer unseren Dragoon Lunes, der dann nochmal einen Schadenbonus bekommt. Er hat die Ability Flames, was wieder auf alle geht. Ist ungefähr so zu vergleichen mit dem Lightning-Zauber von den Chimera-Magiern. Nur halt auf Feuerbasis. Er hat ein bisschen mehr Leben, und zwar 11.000. Hammer. Ich habe jetzt eben gar nicht hingeguckt, wie viel Schaden Lunes gemacht hat. Vielleicht sehen wir es ja gleich nochmal. Machen wir nochmal selber Reihenfolge. Ja, ansonsten kann eigentlich nichts Besonderes, außer dieses Flames, wie eben schon gesagt. Scheint ziemlich langsam zu sein, der Typ. Ja, das war's auch schon. Man sollte sich aber trotzdem ein bisschen in Acht nehmen und nicht das Ganze auf die leichte Schulter nehmen, wenn man ihm begegnet. 9000 G, Wahnsinn. Hammer. Guter Platz zum G-Farm, muss ich mir mal merken. So, da fehlt nur noch einer. Ich hoffe, er kommt gleich. Viertelstunde am Suchen, wollte ich gerade sagen. Nein, da ist er endlich. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich sehe ihn nie. Schon 1 Stunde und 15 Minuten hier am Gange und suche dieses Kackviech, die Königsechse. Gut, erstmal abreagieren. Und dann lesen wir mal vor, was er kann. Außer, dass er nie erscheint. Penner. Der Königslizard ist schwach gegen Blitz und kann sonst nichts.
noch nicht mal erscheinen kann, ne? Außer jetzt einmal. Hurra. So, geil. Dreckstier. Alles klar, wir sind endlich vollständig mit unserer Liste. Und sehen uns dann mal eben kurz vor der Tür wieder. Also bis gleich. Buja, da sind wir zurück vor der Tür. Wollen auch nicht lange fackeln und öffnen mit unserer Diebesfähigkeit die Tür. Gehen ein Stück vorwärts. Was ist das? Ist das die Laute? Wir schnappen die uns einfach mal. Die legendäre Laute Noahs beginnt, eine leise Melodie zu spielen, die dein Herz tief berührt. Ganz ergriffen. Fast eine Träne. Verdrücken. Und wir bekommen Noahs Laute. Feini, feini. Wow, damit war's das auch endlich hier in diesem Tempel. Ja, wir beamen uns ganz nach Star Trek-Mania aus diesem Gebäude raus. Jetzt will ich Magie, brauchen wir dafür. Teleport! Sind wir wieder endlich in unserem Schiff. Tauchen auf. Und reisen dann gleich mal zu Unais Tempel. Ich weiß gar nicht, ob das der hier war. Ich schau mal kurz nach. Jawohl, da waren wir auch gleich richtig. Sind hier im Schrein von Unai. Musik sehr schön. Und generell die Location finde ich ziemlich klasse. Hier ist jemand, der schläft. Hier ist ein Papagei. Nora. Moment, ist das etwa Noahs Laute? Wenn ja, dann könnt ihr Unai wecken. Ja, das haben wir vor. Spielen einfach mal die Laute direkt über ihr oder so. Noahs Laute beginnt zu spielen. Ihr Klang, der bis in die Welt der Träume reichen soll, erfüllt den Raum. Weißes Licht? Geh nicht in das Licht! Ihr habt es vollbracht! Unai ist erwacht! Krächz! Ja. Ich habe aber gut geschlafen. Lora, auf meine Schultern sofort! Jawohl, Meisterin! Und er verschwindet auf ihren Schultern. Ist egal. Oh, ich muss wohl meine alten Knochen wieder in Schwung bringen. Hiha! Okay. Was wird das jetzt? Unai, Wächterin der Traumwelt, zu euren Diensten. Hohoho! Die Welt der Träume war ein guter Ort, aber wahrscheinlich habe ich einfach nur vergessen, wie toll die Wirklichkeit ist. Und nur zu euch. Doga hat mir in meinen Träumen von euch erzählt. Wir brauchen die Invincible, nicht wahr? Dieses feine Schiff wird euch über bestimmte Berge tragen. Bestimmte Berge? Mhm. Wir finden sie in den alten Ruinen im Norden. Los, worauf wartet ihr? Lasst uns gehen! Was? Moment mal! Was ist, junger Mann? Ist es dir etwa peinlich, mit einem alten Weib wie mir gesehen zu werden? Nein, gar nicht. Dann hör auf zu gucken und setz dich endlich in Bewegung. Und damit haben wir ein neues temporäres Mitglied, und zwar ist es Unai. Ups, bevor ich's vergesse, hier nehmt das. Den Zahn des Feuers erhalten. Fein, fein. Damit können wir jetzt schon durch drei dieser Türme hindurchkommen, falls ihr euch noch erinnert. Hey, woher? Ihr dürft diesen Zahn nicht verlieren und die zwei anderen in eurem Besitz natürlich auch nicht.
Sie werden euch helfen, an den vier Statuen, die Xande zum Schutz seines Turms aufgestellt hat, vorbeizukommen. Es gibt einen letzten Zahn, den Zahn der Erde. Um ihn zu gewinnen, müsst ihr allerdings zuerst die Invincible finden. Und jetzt spurtet euch, die Zeit drängt. Aha, aha. Okay, wir haben jetzt quasi drei Zähne. Und wie wir jetzt auch dann erfahren haben, durch Unai, verbirgt sich hinter diesen Türmen, wo wir noch nicht ganz durch konnten, der Turm des besagten Xande, der einfach mal unsterblich ist und das nicht will und damit böse wird und weiß der Geier. Wir fragen einfach mal Unai, da sie jetzt hinter uns herrennt, wie wir sehen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Xande so etwas tun würde. Ihr müsst die Invincible so schnell wie möglich finden und ihn aufhalten. Die Invincible ist das größte Schiff, das jemals vom Volk der Alten gebaut wurde. Sein Motor wird euch sogar über einige Berge tragen. Weil dieses einige. Wenn die Invincible funktionstüchtig ist, müsst ihr den Zahn der Erde finden. Ihr braucht ihn, um an Xandes vier Statuen vorbeizukommen. Und jetzt lasst uns endlich gehen. Die Invincible findet sich in den alten Ruinen nördlich des Schreins, wo ich geschlafen habe. Jawohl! Let's get it on, quasi. Als Xande in der wirklichen Welt den Fluss der Zeit stoppte, blieb die Traumwelt unberührt. Während die wirkliche Welt 1000 Jahre stillstand, habe ich sie aus der Traumwelt beobachtet. Und ich sah, dass etwas Böses seine Kraft benutzte, um ein riesiges Erdbeben auf dem schwebenden Kontinent heraufzubeschwören. Xande konnte es nicht gewesen sein, da auch für ihn die Zeit stillstand. Aber wer war es dann? Das würde ich jetzt auch gern mal wissen. Wir sind ja immer noch mit dem Glauben behaftet, dass Xande hier der Übeltäter ist. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht so ein braver Junge. Wir fragen einfach mal Unai nochmal, ob sie nur irgendwas zu sagen hat. Es ist schon eine Weile her. Wie ist es euch ergangen? Ihr wart wirklich sehr schnell hier. Wie sehr schnell hier? Habt ihr es denn schon vergessen? Wir haben uns schon einmal in euren Träumen getroffen. Hä? In unseren Träumen? Oh, die Stimme, die wir in Amur gehört haben. Das warst du? Ho, ho, ho. Ich habe euch doch gesagt, dass ich die Wächterin der Welt der Träume bin. Also wissen wir jetzt endlich, wer auch zu uns gesprochen hat dort in Amur. Ja, damit haben wir es auch wieder mal so weit erledigt. War jede Menge zu tun im Tempel der Zeit und dann noch Unai wecken. Das soll es erstmal wieder gewesen sein für diese Folge. Was uns dann nächste Folge erwartet, ob wir eventuell noch ein bisschen Nebenquests machen, das sehen wir dann. Wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder für euer Einschalten und wir sehen uns später.